Also wir haben einmal geschaut, welche Themen sind in diesen Gedichten, werden besprochen, das sind natürlich im Prinzip alle. Und wir haben aber gesehen, dass es also bestimmte Bereiche gibt, die so ein bisschen schwerpunktmäßig uns auch reizen. Das ist einmal das große Thema Liebe, sozusagen als ein Alltagsgefühl, aber auch natürlich als ein übergreifendes Gefühl. Und ja, Liebe, Freundschaft, Zuneigung in all den Facetten. Und das andere große Thema war eben das Thema Kochen. Dichten, Kochen sozusagen, also da eine Verbindung zu schaffen. In dieser Auseinandersetzung entstand die Idee, das Ganze, dem Ganzen einen Rahmen zu geben in Form eines Küchenstudios, eines Kochstudios, wo die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen selber zu Köchen werden konnten. Intern hieß das Ganze immer Gedichteküche. So, das ist ein Rahmen, den das Buch nicht vorgibt, den wir als Durchführende uns gesucht haben.